Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wieder mit Kerstin. Hallo. Kerstin ist ein bisschen krank eigentlich. Ich habe sie nicht genötigt. Es war ihr Vorschlag, dieses Video zu drehen. Ich habe gerade was für uns gekocht. Sieht ein bisschen unterschiedlich bei uns beiden aus, weil Kerstin mag keine Avocado. So sieht es aus und ich finde, das sieht so lecker aus. Oh mein Gott. Wie versprochen kommt noch das Video, auch wenn es ein bisschen spät kommt, mit euren Fragen zu unserem Urlaub. Kerstin würde die Fragen vorlesen, würde ich sagen. Ja. Das ist halt keine richtig formulierte Frage. Ich fand den Vlog echt schön und lustig. Aber man hat ab und zu gemerkt, dass euch vieles nicht so gemundet hat. Deswegen bin ich gespannt bei einem anderen Video eure Meinung dazu. Okay. Ich kann nicht. Wieso kannst du nicht lesen? Du weißt nicht. Mein Kopf arbeitet noch nicht. Migräne ist immer noch nicht weg. Ja, okay. Ich wollte auch mal nach Dubai, deswegen würde es mich sehr interessieren. Ansonsten, das war ein echt schönes Video und ich hoffe trotzdem, dass ihr euch erholen konntet und neue Erfahrungen gesammelt habt. Vor allem Kerstin, da es ihr erster Urlaub war. Dankeschön erstmal. Jetzt noch einmal, wie war der erste Flug für deine Schwester? Ja, lass erst mit allen anfangen. Mhm. Sag ich schon. Und wie viel Geld habt ihr ausgegeben, Arschloch? Ja, ich dachte, ich kann das stufenweise machen. Ach so, okay. Schlau, schlau. Ja, der erste Flug war an sich nichts Schlimmes. Also, wir haben die Leute da so viele Horror-Stories zu erzählt, was Fliegen angeht. Aber ich fand es halt echt nicht schlimm. Ich hatte ein bisschen Druck auf den Ohren, aber war alles gut. Gesundheit. Also erster Flug war voll okay. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja, sie war auf jeden Fall tiefenentspannt. So, als ob sie nie was anderes getan hätte. Ja. Und schon öfter geflogen wäre. Also du hast sie auch gar nicht anmerken lassen, fand ich. In welchem Hotel seid ihr genau gewesen? Erzählst du das? Hm. Wir waren uns selber erstmal nicht sicher. Das Witzige ist, ganz am Anfang haben wir sogar das Hotel gesehen. Ja. Weil auf dem Foto sah das halt so aus. Und ich so, das ist doch unser Hotel. Aber dann mussten wir irgendwie noch, keine Ahnung, 10 Minuten weiterfahren oder so. In die Innenstadt und dann habe ich falsche Navi eingegeben. Ja, hast du Apartments eingegeben, ja. Wir waren in Oaks, EBN, Batuta, Gate, irgendwas. Hotel war irgendwie so okay, fand ich. Ja, ich fand's auch cool. Also, ich glaube, für Dubai war es ein Schrotthotel. Weil ich glaube, Dubai sind alle ja so krass und so. Ich glaube, für Dubai war es Schrotthotel. Aber ich fand es eigentlich ganz okay. Service war auch nicht so das Beste. Ja, ich weiß, wir fragen uns alle. Du fragst dich darüber ab, dass wir kein Frühstück bekommen haben. Ja, ja, voll. Das ist auch eine der ersten Sachen, die mir negativ aufgestoßen sind, wegen diesem Kommentar am Anfang. Mir wurde gesagt, dass in Dubai alle extrem viel Wert auf Service legen. Kunde ist König, alle Touristen, die da hinkommen, werden gefühlt wie Götter behandelt. Und dann kommen wir da an. Also sie hat uns halt gefragt, was wir für ein Zimmer wollen. Jetzt kämpfen auch noch meine Katzen. Wollen wir ein Zwei-Bett-Zimmer oder ein King-Size-Bettzimmer? Und ich meinte dann so, ja, dann lass direkt zwei Betten nehmen. Und die so, ja, okay, das Zimmer wird dann erst gegen... Nee, die hat dann noch gefragt, ob Smoking oder nicht Smoking. Im Endeffekt, unser Zimmer war nicht fertig. Und da ist ja die beste Möglichkeit oder das Beste, was wir uns anbieten können, um die Zeit zu überbrücken, ist Frühstück anbieten. Und vor allen Dingen, das ist eh ein Buffet. Das interessiert sie einen Scheißdreck, ob da jetzt vier Brötchen weniger sind oder beziehungsweise vier Brötchen mehr fehlen. Und dann sagen die einfach... Nee, heute ist euer Arrival Day und deswegen gibt es erst ab morgen Frühstück. Ich dachte mir, ich bin im falschen Film. Und dann sagt ihr auch noch so richtig kackendreist, ja, aber wenn ihr hier Frühstück haben wollt, dann kann ich euch einen Discount geben. Alter, aus Prinzip habe ich woanders gegessen. Aus Prinzip, Alter. Was für? Also das zum Beispiel fand ich schon voll frech, weil, wie gesagt, ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass man da richtig gut behandelt wird und der Service halt richtig krass ist und du da gefühlt alles darfst. Was ist auf dieser Liste? Zum Beispiel Folge einer, die heißt Kaden. Kann sie, glaube ich, nicht so gut aussprechen. Die ist sehr oft in Dubai und die postet immer wieder Stories und so. Die war auch zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war die auch da. Vielleicht ist sie sogar jetzt immer noch da. Und die hat auch gepostet, ja, mal gucken, ob es heute was wird, Frühstück vom Hotel mit ins Zimmer zu schmuggeln. Und dann nächste Story, nein, Spaß, ist ja klar, dass das hier möglich war. Hier geht alles mäßig. Aber vielleicht hat es auch was mit dem Hotel zu tun. Okay, Matsch, alles klar. Nein! Ja, deswegen, es hat vielleicht was mit dem Hotel zu tun, wenn du ein krasses Hotel hast, vielleicht ist da der Service so und in günstigeren Hotels nicht so, kann sein, weil wir haben halt auch nicht viel ausgegeben. Das passt, glaube ich, zu der nächsten Frage. Genau, wie viel habt ihr für den Urlaub ausgegeben? Insgesamt. Also insgesamt schwer zu sagen. Für Pauschalreise, also Flug und Unterkunft, 752 Euro pro Person, was, glaube ich, sehr, sehr günstig ist für Dubai, einfach weil wir nicht in der Saison waren, sondern jetzt halt außerhalb der Saison, wo es halt... Und nochmal heiß war. Mietwagen haben wir für, glaube ich, knapp 60 Euro da bekommen. Ich hatte bei Check24 noch sowas, habe ich noch 15 Euro zurücküberwiesen bekommen. Dann habe ich noch 70 Euro bezahlt, um das Auto zu parken. Halt, ne, für am Flughafen halt. Dann haben wir diese Wüstensafari-Dingens gemacht. Das war nochmal plus 80. Essen und, also so Essen haben wir nicht viel ausgegeben, glaube ich, da. Mhm. Und dann kommt halt noch Essen und sowas drauf. Frühstück haben wir halt immer da gegessen. Und dann halt draußen essen. Aber das war relativ günstig, weil wir waren mal in diesen Food Courts und so.
Und da hat man halt sehr wenig ausgegeben. Deswegen, sie können eigentlich ziemlich genau sagen, wie viel Bargeld wir da ausgegeben haben. Wie viel denn? Über 300 Euro Bargeld. Also 1185 Euro knapp. Und dann halt noch das Ganze, was man für Shopping ausgegeben hat. Also ich finde, wir waren echt günstig dran. Also man hätte definitiv viel, viel mehr Geld ausgeben können. Vor allen Dingen für Beachclub und so weiter. Sowas haben wir alles gar nicht gemacht. Wir waren nicht schick essen draußen. Oder halt in so einem krassen Restaurant oder irgendwie sowas. Haben wir alles nicht gemacht. Deswegen, man kann auf jeden Fall viel, viel mehr. So viel kannst du in einer Stunde da ausgeben. Yeah. Aber wir sind sehr günstig. Haben wir uns fortbewegt in diesem, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, Marina Mall. Da gibt es halt so einen Food Court und da ist ein Laden, der heißt irgendwie Indian Excess oder sowas. Und da hat das Alu Gobi, hat so geil geschmeckt. Oh mein Gott, also eines der besten Currys, was ich jemals draußen gegessen habe. Hat mir sehr gefallen. Hast du auch alles wieder ausgedünstet? Ja. Ich habe echt wirklich nach 3 Tagen Curry, habe ich echt gemerkt, dass ich das wirklich ausdünste, dieses Curry. Nächste Frage, wo hast du den Urlaub gebucht? Zeig mal. Nein. Doch, das sieht ja cool aus. Doch, bitte. Das hat so sticker Potenzial. Ja, bitte, zeig mal. Das sieht so geil aus. Doch. Sie so bombastiker Side-Eye. Ich habe über Check24 gebucht, sowohl die Reise. Ich habe Check24 Gold Club Mitglied bin ich. Und auch den Mietwagen habe ich von da, also über Check24 gebucht. Jetzt meine Reise, die ich morgen antrete. Spoiler. Habe ich aber über Expedia gebucht und Mietwagen über Check24. Weil bei Check24, die haben mich verarscht. Da stand die ganze Zeit 400 irgendwas pro Person. Mhm. Und dann gehe ich da drauf, steht da 600 irgendwas pro Person. Das bei jedem Angebot, wo ich draufgegangen bin, wollte ich mich verarschen. So nicht. Deswegen bin ich Check24 fremdgegangen. So nicht. Nicht mit mir. Wie sieht's in Dubai aus mit Essen? Was gibt's da so? Curry. Wir waren noch einmal Pizza essen. Ja. In Downtown war das, ne? Mhm. Aber Leute, da war fast nur Indisch. Also... Ja, sogar ein Burger bei Mc's hat nach Curry geschmeckt. Ja, der Veggie-Burger. Einfach Curry-Burger. Falls ihr ein bisschen müde wirken, wie gesagt, hier hast du die Migräne. Ich bin schon leicht müde und bin sehr gestresst, weil es für mich, wie gesagt, also in einer Stunde, 1 bis 2 Stunden werde ich abgeholt. Und dann müssen wir schon fast zum Flughafen, weil wir spontan heute eine Reise gebucht haben. Wenn ihr das Video aber seht, dann kommen wir heute Abend schon wieder zurück. Ansonsten gab es da also die Standardsachen, Fastfood. Die hatten aber auch sowas wie Wendy's, das gibt es sonst nur in Amerika. Wollte ich eigentlich auch da essen gehen, als du mit Kotzerei im Bett lagst. Ja. Und die hatten da einen russischen, russischen Laden. Mhm. Wie hieß der? Pushkin. Doch, ja, ne? Fazitmäßig, das können wir so sagen. Das war ja mein erster Urlaub. Mhm. Ich fand's okay. Ich habe nur tatsächlich nicht so ganz die Begeisterung geteilt, wie Erika sie halt immer hat. So, wir saßen teilweise im Auto und so, guck dir diese Skyline an, macht das nichts mit dir? Ich so, nee, das sind dann Häuser. Ich fand Dubai an sich schön, war nur einfach viel zu warm. Ja, und irgendwie waren wir beide an einem Tag jeweils krank. Und Urlaub mit dir machen ist anstrengend. Wieso? Wegen Fotos? Ja, da wird man versklavt zum Fotos machen. Ich meine, ich kenne das, ich mache jetzt seit fast 10 Jahren immer Fotos von dir. Aber teilweise hast du ein paar Jahre aus dem Ruhestand, ja. Ja, aber trotzdem fast 10 Jahre Erfahrung. Ja. Gut ausgebildet. Ja. Ne, also man hat schon echt witzige Momente gehabt. Highlight ist auf jeden Fall die Wüste. Ja, safe. Für mich auch. Also auch wo wir dann die Tour gemacht haben mit dem Fotoshooting. Mhm. War auch schön, dann auch nochmal in der Wüste zu sein. Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht. Muss ich nicht nochmal haben. Aber ich weiß, wir reden in einem Monat nochmal. Nicht in einem Monat, machen wir 3. Ich muss das ja mal sagen. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so ist. Als ich meinen allerersten Urlaub gemacht habe, meinen ersten richtigen Urlaub, der war in der Türkei. Antalya, Alanya, Side, keine Ahnung, Juli, August, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es todesheiß. Es war auch noch abends, wo die Sonne untergegangen ist. Und auch nachts immer noch, keine Ahnung, 35 Grad oder 40 Grad. Und es war stickig und ich habe geschwitzt und es war ekelhaft. Alles hat geklebt. Nach 4 Tagen, ich hatte keine Lust mehr. Und danach habe ich auch nicht gesagt, oh mein Gott, ich will wieder in den Urlaub. Das habe ich irgendwie öfter wahrgenommen oder selber erfahren, dass ich nicht so krass hyped nach dem Urlaub war. Selbst als ich in Vegas war, habe ich gesagt, ja, war cool zu sehen, aber muss ich jetzt nicht nochmal hin. Aber im Nachhinein, ein paar Monate später, wo dann dieses Fernweh eintritt und man sich so an die coolen Sachen zurückerinnert und so diese Erfahrung, dann fängt es an, dass man halt wieder Bock darauf bekommt irgendwie. Und dann sich denkt so, ich will wieder dahin, das ist doch voll cool irgendwie und weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man zum allerersten, also ich habe es jetzt zum Beispiel auch bei meinem Freund erlebt. Mein Freund war noch nie im Urlaub. Also ja, er war jedes Jahr in der Türkei, aber einen richtigen Urlaub, irgendwo anders, also bis auf Türkei hat er nichts gesehen. Okay? Dann waren wir zusammen in Paris. Und er hat erstmal die ersten Wochen nach Paris nicht wirklich was gesagt oder davon jetzt krass geschwärmt. Und er hat mir auch nicht den Eindruck gemacht, klar, er war voll hyped so und er fand auch alles cool.
aber er hat das nicht so gefühlt wie ich irgendwie. Man hat es schon gemerkt, den Unterschied zwischen ihm und mir. Und jetzt, paar Wochen später, wo ich jetzt auch aus Dubai wiedergekommen bin, wer spielt da? Mochi? Lisha. Fängt er auf einmal an, richtig krass von Paris zu schwärmen. Und sagt, boah, das war voll heftig und so, voll die geile Erfahrung, das war voll cool. Und ich habe ihm immer gesagt, dass wenn man zum Beispiel im Nachhinein irgendwie so Filmszenen oder sowas sieht und man weiß, man ist da gewesen, dass ich dann immer so bin, oh mein Gott, ich war da und sowas, so voll glücklich. Er hat es halt nie verstanden und nie so fühlen können. Und dann letztens hat er auf Insta, war da so am Rumscrollen und dann war da so ein Bild und da war so ein Typ am Louvre. Und der so, guck mal, ich guck so und ich dachte so, was will der von mir jetzt? Der so, jetzt weiß ich, was du meinst, ich war da. Hat er sich so gefreut. Und wie er halt jetzt darüber spricht. Und es fängt jetzt auch an, dass er viel mehr hyped ist auf andere Sachen. Wie zum Beispiel jetzt, was wir jetzt gebucht haben. Und vorher hat er halt diese Begeisterung einfach nicht so gezeigt. Und deswegen habe ich die Vermutung, dass vielleicht bei Kerstin dieses Phänomen auch eintritt. Also entweder ist sie einfach nur kein Urlaubsmensch. Oder es wird eintreten, sobald dieses Fernweh da ist. Weil wenn ich frisch aus dem Urlaub komme, bin ich auch froh, erstmal zu Hause zu sein. Das dauert erst wieder ein paar Wochen, bis ich wieder diesen Drang und dieses Verlangen habe, wieder wegzugehen. Deswegen, ich gucke mal 2-3 Monate und vielleicht sagst du dann, oh mein Gott, Dubai war so cool, ich will wieder weg. Ja, vielleicht ist das so mit einem Anerkennungszeichen, dass ich hier nicht mehr. Ja, zum Beispiel, also keine Ahnung. Wir gucken, wir machen ein Update-Video irgendwann und gucken dann. Was für mich halt super schlimm war, war die ganze Zeit, dass ich Rocky nicht da hatte. Also das hat mir richtig zugesetzt. War voll schlimm für mich. Ich meine, für dich ist es ja auch schlimm, wenn du deine Katzen nicht bei dir hast. Aber ich weiß nicht, irgendwie war es für mich richtig schlimm ohne Rocky. So dieses abends im Bett liegen ohne den Hund. Ich habe ja so Rituale mit Rocky. So, wir liegen im Bett, der kommt zu mir direkt kuscheln. Das macht meinen Tag immer besser. Und das hat mir richtig gefehlt. Aber das klingt jetzt auch mega asozial. Bestimmt die Leute, die haten wollen, die haben jetzt direkt Futter. Aber es ist einfach so, wahrscheinlich kann jeder, das auch, der ehrlich ist, nachvollziehen. Ich liebe meine Katzen auch über alles und ich vermisse meine Katzen natürlich auch. Aber beim ersten Mal, wo ich im Urlaub war, war es schlimmer als die darauffolgenden Male. Also man gewöhnt sich dran. Mhm. Ist wirklich so. Klingt vielleicht asozial, ändert nichts daran, dass ich sie trotzdem ohne Ende liebe und auch vermisse, aber es wird besser, sagen wir es mal so. Weil der Mensch gewöhnt sich an alles, ist einfach so. Misha fühlt sich auch so an wie Mochi jetzt, wenn ich jetzt mal so überlege. Aber Mochi sieht jetzt im Vergleich zu Misha so fett aus. Ja, Mochi, bist du fett, was soll das? Das und das mich. Ich komme, er merkt wieder, dass ja, ich gehe. Der merkt auf jeden Fall wieder, dass du gehst. Nee, ich weiß nicht, das ist für mich ganz schlimm. Rocky ist für mich ja... Weiß ich. Arschloch, was guckst du so? Hinter so Arschloch, du verpisst dich wieder. Maus. Da kommst du deine Adoptiv, Mama. Komm her. Ja, Rocky ist für mich ja so emotional support. Und das hat mir gefehlt. Auch immer der Gedanke, so, ich muss Rocky dann woanders hingeben. Du kannst ja Urlaub mit Hund machen. Kann man. Müsste man aber testen. Auf Rocky für sowas. Irgendwo hatte ich noch die Frage, wie das Wetter war. Oh, es war so stickig. Es war alles klimatisiert. Aber vor allem in so Parkhäusern oder sowas, du bist ausgestiegen, du wurdest erstmal erschlagen. Ja. Also wenn du irgendwo drin warst, war okay. So vor allem in den Malls war immer schön angenehm. Ich fand sogar teilweise kalt. Aber draußen zum Unternehmen war das Wetter einfach absolut katastrophal. Abends war angenehmer als tagsüber natürlich. Aber trotzdem eklig. Aber trotzdem absolut ekelhaft. Ich finde es nur immer noch schade, dass wir einfach zu blöd dafür waren, in diese Batuta Mall zu gehen, vorher schon. Mhm. Ich bin da ja nur reingegangen, um in die Apotheke für dich zu gehen. Und die war ja riesig. Ich dachte, die wäre klein. So mich am Arsch der Welt. Wo, also ich dachte, es wäre nicht größer als Stadtcenter. Ja, bei uns, bei unserem Hotel war eine Mall. Und da sind ja super viele Malls in Dubai. Und die Marina Mall ist halt eine sehr bekannte, sag ich mal. Die Dubai Mall, also die ganz große, ist natürlich die bekannteste und die größte. Die war heftig. Was denkst du, wie viel Prozent wir eigentlich davon gesehen haben? 10, wenn es hochkommt. Ich glaube, ich auch. Okay. Ja, und dann gab es halt noch eine direkt neben unserem Hotel quasi. Aber wir dachten, das ist eh so ein runtergekommenes Ding. Ah, ich dachte, das wäre so ein Ranzding. Ja, aber war es nicht. Da haben wir noch so richtig viel geshoppt am letzten Tag. Und wir waren dann nur, weil du krank geworden bist. Ja. Ja, ich sag mal so, beim Wetter, es war nicht so schön. Nee, es war echt nicht so geil. Aber zum Sonnen ging es voll fit. Ja, aber hat irgendjemand von uns Farbe abbekommen? Nein. Also da habe ich auch schon bei diesem einen Mädel von dieser Influencerin gesehen, dass wohl anscheinend irgendwas da mit der Sonne, also irgendwie der UV-Index oder sowas, ist wohl nicht so hoch. Und deswegen wird man da nicht so brown. Ich habe mich halt, also wir haben uns beide mit 50 plus eingecremt, weil wir dachten, okay, 40 Grad müssen wir so voll krasse Sonnenschutz und so machen. Also ich meine, ich war auch die ganze Zeit im Schatten. Ich habe mich ja schon vor der Sonne versteckt, weil ich keinen Bock auf Sonnenstich, Sonnenbrand etc. Aber du hattest sogar ein bisschen Sonnenbrand. Minimal. Also wir haben für den Körper haben wir eine normale benutzt.
von Rossmann. Rossmann Hall kann ich euch auch verlinken. Und fürs Gesicht benutze ich ja auch schon seit 2 Jahren, glaube ich, die von Formel Skin. Und Kerstin hat sie einfach mit benutzt. Genau. Ich hatte davor, ich kann euch Bilder einblenden, die Jahre davor, wo ich normale Sonnencreme, sage ich mal, benutzt habe fürs Gesicht, hatte ich immer die übelsten Ausbrüche nach dem Urlaub. Meine Haut sah wirklich katastrophal aus. Dieses Jahr und letztes Jahr im Urlaub, glaube ich, also 2 Sommer, die Sonnencreme. Und seitdem habe ich gar keine Probleme. Ich habe keinen Ausschlag, ich habe keine Pickel oder sonst irgendwas. Und das erleichtert mein Leben enorm. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Man könnte sagen, bei Formel Skin habt ihr euren digitalen Hautarzt, weil das Ganze sich halt online abspielt. Ihr müsst einen Hautfragebogen ausfüllen, sage ich mal, im Internet. Da könnt ihr auch unten auf den Link klicken. Dann wird für euch persönlich eine individuelle Formel entwickelt. Ja, genau. Da sind dann halt verschiedene Wirkstoffe drin. Kommt drauf an, was euer Problem ist. Also wenn ihr so eine Problemhaut habt, sei es extrem trockene, sei es ihr habt Akne, sei es eine fettige Haut oder wie auch immer. Es wird halt an euch angepasst. Das Ganze wird in der Apotheke angemischt und dann zu euch geschickt. Ihr habt regelmäßige Check-ins. Und ihr könnt jederzeit eure Ärzte dort kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sagt, nee, meine Formel muss ein bisschen mehr angepasst werden. Was ihr bedenken müsst, ist, wenn ihr am Anfang zum Beispiel starke Unreinheiten habt, so wie ich es hatte, dann kann eine Erstverschlechterung auftreten. Die Haut muss sich erstmal an die neuen medizinischen Wirkstoffe gewöhnen. Ihr habt die Hautpflege, ihr habt die Reinigung. Da ist halt eure individuelle Formel, die ihr dann halt, zum Beispiel bei mir in meinem Fall, wo ich Unreinheiten habe, habe ich die halt auf meine Unreinheiten aufgetragen mit so einem Wattestäbchen. Und den Sonnenschutz müsst ihr zusätzlich quasi dazu bestellen. Ich habe auch einen Code, also falls ihr Formel Skin bestellen möchtet, dann lautet mein Code Erika25, damit spart ihr 25% auf das erste und zweite Produktset. Es ist halt ein Abo. Das könnt ihr aber jederzeit kündigen, also keine Panik. Normalerweise kostet es 49 Euro. Man denkt erstmal, dass es sehr, sehr viel ist. Aber für Produkte, die perfekt auf eure Haut abgestimmt sind und die euch endlich Ergebnisse liefern und ihr endlich eine reine Haut bekommt, lohnt sich das Geld allemal. Und es gibt jetzt noch was Neues bei Formel Skin, und zwar gibt es auch größere Pakete für einen 2-Monats-Zeitraum, wo ihr auch nochmal Geld spart. Aber das kann man ja immer noch schauen, wenn ihr interessiert seid, es erstmal so bestellen, schauen, wie es klappt. Und wenn ihr merkt, okay, das sind auf jeden Fall die richtigen Produkte für mich, dann kann man immer noch auf dieses 2-Monats-Rhythmus. Ich glaube, für den Anfang lohnt sich das sowieso mehr, diesen 1-Monats-Rhythmus zu nehmen, weil man einfach gucken muss wegen der Formel. Richtig, richtig. Wenn man direkt den nächsten Schleim kann machen, ich habe meine Abi-Ergebnisse bekommen. Ja! Ja! Das ist wie der Schnitt. Scheiße. Ich habe aber meine Prüfungen alle bestanden. Also ich habe jetzt einmal ein Abitur. Das ist schön. Update. Sie hat ihr Abi. Update. Du fliegst wieder in den Urlaub. Ich fliege morgen in den Urlaub. Update. Misha ist geschert. Sieht nur noch aus wie eine halbe Katze. Kannst du auch zeigen, der sitzt ja da. Oh mein Gott. So süß. Tut mir so leid seitdem. Okay, ich lasse dich wieder zurück, Mausi. Was gibt's noch für ein Update? Nichts mehr, oder? Kerstin ist verliebt. Aber dazu mehr in einem nächsten Video. So, sag das doch nicht. Doch. Nein! Kerstin ist verliebt. ist gut. Nein! Kerstin ist verliebt, Fragezeichen. Arschloch. Ich habe meine Nägel in 3,5 Stunden geschafft zu machen. Aber halt ohne Design. Ja. Wegen Misha, warum wir den geschert haben, eigentlich kann ich das doch jetzt sagen. Also. Bevor wir in den Urlaub geflogen sind, hat er 1 oder 2 Tage vorher hat er angefangen zu kotzen. Erstmal nichts dabei gedacht. Dann jeden Tag, wo wir weg waren, war der am Kotzen. Und jetzt nach über eine Woche, wo wir wieder aus dem Urlaub zurück sind, hat er bis auf heute und gestern auch fast jeden Tag gekotzt. Also es war teilweise so, er hat gegessen, 10 Sekunden später wieder alles ausgekotzt. Dann er hat gegessen, 2 Stunden später ausgekotzt. Deswegen, viele von euch, ich habe auf Instagram gefragt, haben mir geschrieben, dass es am Fellwechsel liegen könnte, dass ihre Katzen das gerade aktuell auch haben. Oder zum Beispiel, ich war ja heute bei Madeleine im Krankenhaus. Mhm. Update, Madeleine ist im Krankenhaus. Und ihre Zimmergenossin hat gesagt, sie ist Tierärztin. Ah. Für Pferde und Ziegen. Ja. Also Misha ist jetzt kein Pferd, keine Ziege. Ich weiß, aber vielleicht konnte sie ja trotzdem helfen. Ja, sie musste ja studieren und so weiter, deswegen musste sie ja trotzdem. Ich meinte, manchmal haben Katzen, vor allen Dingen lange Haarkatzen, schon was im Magen, was raus muss, sag ich mal, dieser Tampon, den wir immer finden regelmäßig. Die hat auch gefragt, wann habt ihr denn das letzte Mal so einen gefunden? Ich so, glaube schon ein bisschen länger her. Ich meinte, vielleicht ist er da und wenn das Futter kommt, ist das wie so eine Blockade und dann geht das Futter direkt wieder raus. Könnte auch sein. Also meinst du, da muss halt Tampon auskotzen? Vielleicht. Und sie meint, ich soll Malzpaste geben. Sie glaubt jetzt nicht, dass es irgendwas wie Darmverschluss oder sowas ist.
Weil sie der kackt ja nochmal. Genau, sie hat doch gefragt, macht er auch Kaki? Und ich meinte ja. Im Endeffekt, wir haben ihn jetzt geschert. Er hat jetzt seit 2 Tagen nur noch Nassfutter bekommen, weil er halt dieses Trockenfutter immer auskotzt. Deswegen, du kannst es ja mal testen. Du bist ja hier. Du kannst ja noch morgen, um ihn einfach noch ein bisschen mehr zu schonen, morgen nochmal komplett nur Nassfutter. Mhm. Und dann ab übermorgen mal wieder mit Trockenfutter beginnen. Okay. Und dann gucken, wenn er das dann wieder auskotzt, dann kann er plötzlich irgendwie kein Trockenfutter mehr essen. Vielleicht war es auch immer noch der Stress. Also wir haben die ganze Zeit vermutet, als wir weg waren, dass es der Stress ist, weil Kerstin und ich waren noch nie gleichzeitig weg. Und jetzt, wo wir wieder da waren, vielleicht ist es sich noch nicht eingependelt. Aber wie gesagt, gestern und heute hat er nicht gekotzt. Und gestern, das mit dem Scheren, hätte ja auch voll Stress für ihn. Wobei, eigentlich war es kein Stress, weil der hat richtig tiefenentspannt seinen Cremesnack gegessen. Nur beim Bauch hat er Faxen. Genau. Und sonst haben wir einfach ganz normal geschert, wir mussten ihn nicht mal festhalten. Ja, da stand so. Ja. Und trotzdem hat er, also weißt du, es hätte trotzdem Stress sein können und er hat trotzdem ja nicht gekotzt davon. Deswegen. Also, der hat eigentlich Durchfall, wenn er Stress hat. Ja, eigentlich ja. Aber ist jetzt alles wieder besser, jetzt bin ich auch wieder beruhigt. Ja, Leute, vergesst nicht, bei Formel Skin vorbeizuschauen. Ich kann es wirklich euch nur vom Herzen empfehlen. In der Infobox findet ihr den Link zu dem Hautfragebogen. Mein Code Erika25, wie wisst Bescheid. Und ansonsten hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.